Meine Damen und Herren, liebe Lokfans, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 21. Spieltages der Regionalliga Nordost. Sie sahen das Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Greifswalder FC. Das Spiel sahen 2261 Zuschauer. Zur Halbzeit stand es 0:1, Endstand 3:1. Wir begrüßen beide Trainer, den Gästetrainer, hoffentlich allen bekannt, Roland Groß, herzlich willkommen, das erste Mal, glaube ich, hier bei uns bei der Pressekonferenz. Und unseren Trainer Almedin Schiba, und der Gästetrainer hat das erste Wort zum Spiel. Bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, zum Spiel. Ich denke mal, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, dass wir da auch verdient mit der Führung in die Pause gegangen sind. Haben dann in der zweiten Halbzeit ja auch mehr oder weniger durch individuelle Fehler zwei Standards, zwei Gegentore bekommen, haben den Gegner dann auch wieder ein Stück weit stark gemacht, und ja, es darf uns einfach nicht passieren. Das sind zu viele Fehler, die wir momentan machen, gerade auch individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen, und ja, am Ende reicht es dann nicht, um hier was mitzunehmen. Viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen, weil ich eigentlich maßlos enttäuscht bin, dass wir hier heute ja uns nicht belohnt haben, auch für die gute erste Halbzeit, aber es nützt nichts, wir müssen weitermachen und schauen, dass wir jetzt in den nächsten Spielen dann punkten. Danke. Herr Groß, danke für das Statement. Ganz kurz, Alme, bevor es mit dir losgeht, von uns noch Gratulation zum 100. Spiel bei der Lokomotive. Schön, dass du bei uns bist. Bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, erstmal guten Abend und vielen lieben Dank. War selber sehr, sehr überrascht darüber. Hab jetzt nicht mitgezählt. 100 ist jetzt nicht allzu viel, aber ich denke, für so einen Blinden wie mich reicht es. Ja, erste Halbzeit, muss ich sagen, war ja ein bisschen von unserer Seite ein zerfahrenes Spiel. Wir haben das gemacht, was der Gegner wollte, und haben leider Gottes die Fortführung, wenn wir aus dem Spiel rausgekommen sind, im Mittelfeld sehr viele Bälle verloren, sehr unsicher. Man merkt bei der Mannschaft, dann fängt es im Kopf an zu rattern, weil es nicht klappt so, wie es soll. Bei so einer Mannschaft wie Greifswald, die das dann taktisch sehr stark gemacht haben, muss man eben dann viel effektiver oder sehr, sehr sicherer spielen. Wir haben Gelegenheiten, Chancen gemacht gehabt, genauso wie der Gegner. Aber bekommen dann Standardtor, wo ich dann sage, wie ein Chorknaben, weil dritte, vierte Ecke, und wir lassen den Gegner den Platz da und schieben den nicht weg. Da müssen wir ein bisschen straffen, dass wir da es besser machen, gerade wenn die so kopfballstark sind. Und zweite Halbzeit, ja, es ist so ein bisschen, man sagt, vorher haben die Angst vor der eigenen Courage gehabt. Und zweite Halbzeit, was sie abgebrannt haben, das war einfach ein Wahnsinn. Ja. Das ist, du machst 1-1, 2-1, musst viel früher das 3-1 machen. Machst 3-1 und spielst einfach ein Riesenspiel, wo der Gegner dann kaum Zugriff hat, haben dann variiert zwischen Kurzpass und auch langen Bällen, was wir in der ersten Halbzeit dann eben übertrieben haben mit dem kurzen Ball ins Mittelfeld. Aber das ist eben Lok Leipzig. Vor ein paar Tagen haben wir ja ähnlich so geredet, und wir müssen die ein oder andere Sache abstellen. Aber jetzt hat der Letzte gemerkt, dass wir spielen können, laufen können, kämpfen können und geile Tore schießen können. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns erholen. Theo verletzt, Ossi fünfte Gelbe, und gucken, dass einfach die nächsten Tage genießen, erholen und auf BFC vorbereiten. Die Gegner, alles Gute. Nach Europapokal würden wir jetzt Elfmeterschießen machen, weil das erste Spiel haben wir ja 3-1 verloren. Wir sind ja noch nicht im Europapokal. Ja, und gute Heimfahrt, danke. Genau, dem schließen sich noch zwei Informationen an. Das nächste Spiel dann in Berlin am Sonntag beim BFC Dynamo und das nächste Heimspiel am 5.3. hier gegen Germania Halberstadt in Probstheida. Das war's für heute. Wir schließen diese Pressekonferenz für diesen Spieltag, freuen uns über den Sieg und freuen uns dann, Sie alle wieder hier in Probstheida begrüßen zu können. Dankeschön, schönes Wochenende. Ciao.